So langsam kommt also Licht ins Dunkel. Die Unreal Engine 5 hat nicht zuletzt durch die Matrix-Demo gezeigt, wie viel Power in dieser Art der Erstellung von Inhalten liegt. Und die Kombination aus Game Engine und Filmset, das kennen wir bereits auch schon von ILM und The Mandalorian, die das Ganze eigentlich als erste große Filmproduktion genutzt haben, um einen entsprechenden Look zu kriegen. 1890 ist vielleicht das aktuell interessanteste Projekt in Richtung Virtual Production, aber weltweit tauchen überall Studios auf, die diese Machart, die Kombination aus Unreal und klassischer Filmografie, verbinden wollen. Wir sind in Babelsberg gewesen, durften ein wunderbares Gespräch führen mit einer Firma, mit einem Projekt, die ganz frisch in die Virtual Production einsteigt. Okay. Erik Wolf, Geschäftsführer von dieser Garage mit Licht. So hast du sie gerade benannt. Eine beleuchtete Garage, ja. Eigentlich ist es so. Warum ist das für dich eine beleuchtete Garage, Erik? Die Frage ist ja, was wir damit machen. Und wir machen damit letztlich kommerziell und künstlerisch induziertes Medienmaterial. Aber wenn wir es eben nicht tun, dann ist es eine beleuchtete Garage. Und ich glaube, ein bisschen Demut tut ganz gut. Ja, möglich. Demut, können wir gleich drüber reden. Leute, was soll ich sagen? Wir sind in der Halo Stage. Erik, danke für deine Zeit. Danke, dass wir hier ein bisschen schnacken können, uns kennenlernen können und vor allen Dingen das hier kennenlernen können, was ihr hier aufgebaut habt. Du bist seit 2013 aber schon bei ICT in der AG im Vorstand. LED-Bauer, LED-Schaffer. Davor warst du in anderen Bereichen unterwegs. Und jetzt die Halo Stage. Mitten auf dem Babelsberg-Gelände und ihr geht in die Richtung Virtual Production. Warum? Was passiert hier mit dieser beleuchteten Garage? Es gibt zwei Antworten in der Kurzfassung. Erstens, weil wir technologischen Beitrag leisten können, der bedeutsam ist. Und das Zweite ist, ich habe halt einfach Bock auf Film. Ich bin absoluter Filmnerd. Und wir beschäftigen uns mit Medientechnik, das tun wir, seit es die Firma gibt, Mitte der 80er gegründet. 33 Jahre, ja. Und die Firma, also das waren eigentlich die DNA der Firma, das ist ein schwäbisches Unternehmen, die Probleme gelöst, wenn es dafür kein Produkt oder keine Lösung gab. Mhm. Und haben auch was erfunden. Wir haben über die Jahre über 250 Innovationen entwickelt, wir haben Patente entwickelt, obwohl wir eigentlich kein Hersteller sind. Ja. Und haben uns einfach mit Display-Technologie beschäftigt. Das sind wir im engsten Sinne, deswegen passt das hier auch. Ja. Wir sind, wenn du in die gesamte Medientechnik guckst, wir sind nicht so sehr Audio. Ja, wir machen auch Audio, aber wir sind nicht so audiolastig, wie wir videolastig sind. Wir machen auch Licht, aber nicht so intensiv, wie wir im Videobereich sind. Und Rigging gehört eben auch dazu. Aber wir haben zum Beispiel keine 20 Kilometer Trass im Lager liegen. Wir haben auch keine 5000 Lampen im Lager liegen. Dafür haben wir halt tausende Displays und tausende Quadratmeter LED. Die ihr jetzt sogar theoretisch mobil überall hinfahren könntet. Wenn wir gerade welche hätten, ja, weil wir so ausgebucht sind, wie es ausgebuchter nicht geht. Müsstest du eigentlich jetzt woanders sein und ganz viel andere. Normalerweise hätten wir den Jungs hier auch das gesamte Studio abbauen müssen, weil die Buchungslage halt einfach so ist. Ach was. Aber vielleicht einfach nochmal, um die eigentliche Verbindung herzustellen. Die LED ist in den letzten Jahren aus dem ursprünglichen Technologieansatz
nicht wirklich guter Qualität erwachsen geworden. Mhm. Wir haben heute eine Auflösung bei den LED, die beachtlich ist. Es könnte, jeder sagt, es könnte noch besser werden. Klar, ja, kann auch noch besser werden. Ja. Aber wir sind in einem Bereich, auch wo, du kennst dieses Preis-Performance, Preis-Leistungs-Verhältnis. Du kannst heute eine LED für vernünftiges Geld bauen. Ist immer noch mehr als eine Projektion, aber du kriegst eben ein anderes Ergebnis. Und wir sind hier in dem Bereich als Nischenanbieter unterwegs, schon immer gewesen. Wir haben immer Individualinstallationen gemacht. Deswegen sind wir auch die Einzigen, die heute Tailor-Made-Lösungen bauen können. Wenn wir zum Beispiel einen Auftrag bekommen, eine Kugel zu bauen, das ist jetzt schon über 10 Jahre her, und die soll dann in Shanghai gebaut und betrieben werden. Das ist übrigens ein Witz. Ja. Also wir haben LED in Asien, hier in Europa entwickelt, in Asien bauen lassen, nach hier bringen lassen. Und hier haben wir es dann finalisiert und mit Qualitätssicherung und Weiterentwicklung optimiert. Und dann haben wir es nach Shanghai gebracht. Aber im Wesentlichen ist das ein Geschäft aus Deutschland heraus. Und wir haben das deswegen gemacht, weil es keine Standardlösungen gibt. Eine LED ist kein Produkte von der Stange. Es ist immer eine individuelle Entwicklung. Und die Hersteller hätten natürlich gerne große Volumen. Aber die Kunden brauchen nicht so große Volumen. Wenn ihr dann, kommt auf die Kunden drauf an. Ich glaube, die Nachfrage verändert sich, oder? Was würdest du sagen? Also lass uns jetzt mal gerne wieder zurück in Richtung Film gehen. LED-Technologie. Es gab ja dann den Mandalorian, das war dann Virtual Production. Plötzlich war dieser Begriff da, auch wenn der vorher in anderen Bereichen schon da war. Aber Mandalorian hat, glaube ich, so ein bisschen das Ganze publiker gemacht. Oder ist das nur, weil ich das von außen mitbekommen hatte? Das ist auf jeden Fall die Öffentlichkeitswirkung. Ja. Es war nicht der erste Film, Oblivion. Ist auch mit LED gedreht worden. Ja. Und tatsächlich, Virtual Production ist eigentlich so alt, wie es Filme machen. Es hat immer nur anders geheißen. Ja. Wir nennen das auch nicht wirklich Virtual Production, weil wir hier von In-Camera VFX sprechen. Ja. Es spielt auch keine Rolle, was wir beide gerade an der Wand sehen. Ja. Entscheidend ist, was die Kamera sieht. Darf ich damit drehen, Pali? Klar. Ja, und aus der Perspektive der Kamera ist die LED erwachsen geworden, ein geeigneter Backdrop zu sein für den Content. Und was du jetzt gerade treibst, ist ja genau... Nee, ich fahre richtig dumm Dolly. Nee, das ist ja in Ordnung. Das, was aber den eigentlichen Reiz ausmacht der Technologie, ist, dass der Hintergrund veränderlich ist. Ja, wir kennen das alle. Du hast entweder eine Wandbespannung oder du hast einen Still oder du hast einen Matte Paint. Hier in diesem Fall hast du die Möglichkeit, den Inhalt zu verändern. Du kannst einen Film ablaufen lassen, also ein Plate. Oder, was halt noch viel besser ist, du kannst einen 3D-Content zeigen. Das hier ist jetzt aus dem Marketplace von Epic Games, also von Unreal, aus dem Marketplace ein Content. Und dieser Content kann sich eben verändern, letztlich interagieren. Und das ist ja etwas, was du im Film brauchst. Du möchtest einen Hintergrund haben, der glaubwürdig ist, der beeindruckt. So, und das kann die Technologie heute hergeben. Und wir haben uns letztes Jahr damit, oder vorletztes Jahr angefangen, damit zu beschäftigen, weil wir festgestellt haben, irgendwie kommen da lauter Standards zum Einsatz, aber es gibt technisch noch einiges zu tun. Und wir haben angefangen, Entwicklung zu betreiben. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir nicht einfach nachgebaut haben, was die anderen gemacht haben, sondern wir haben die Fachleute gefragt. Wir haben Leute wie dich gefragt, Leute, die mit einer Kamera umgehen. Wir haben Beleuchter gefragt. Ja. Wir haben Filmemacher befragt, Regisseure. Wir haben im Art Department gesprochen und haben die befragt, was sind ihre Wünsche. Und da ist eben rausgekommen, sie hätten gerne ein flexibles System. Mhm. Also haben wir ein flexibles System gebaut. Wir haben festgestellt, jetzt kommen wir ein bisschen auf die Vermarktung, dass wir hier in Deutschland ein schwieriges Marktumfeld vorfinden. Es gibt zwar den Markt Film, es gibt den Markt TV, aber internationale Produktionen, die auch das Budget mitbringen, solche Technologie einzusetzen, die kommen nicht nach Deutschland, weil es eben hier in Deutschland keine geeigneten Rahmenbedingungen gibt. Ian, du warst auf der Republika, auf einem Vortrag von dir, wo du genau über dieses Thema gesprochen hast. Das heißt, du gehst auf Bühnen, stellst natürlich Technologiethemen vor, sprichst aber auch davon, ey Leute, es fehlt einfach an Budget, um richtig loszulegen. Ist das wirklich so? Ist das wirklich noch so markant? Das ist nicht so attraktiv einfach für ausländische Produktionen, weil sie nicht so viel Geld zurückkriegen vom Staat sozusagen, oder? Ich habe eine nette Anekdote dazu. Also ich erzähle euch jetzt zwei Geschichten. Das eine ist, was hat es uns zur technischen Innovation gebracht? Ich habe einen Producer einer amerikanischen Show
in Budapest besucht. Ich sage, hier, wir haben jetzt ein LED-Studio gebaut in Babelsberg. Sagt er, ist geil. Sagt der VFX-Head, ist geil. Sag ich, könnt ihr benutzen. Sagt er, ist ungeil. Sag ich, wieso? Dann sagt er, also 200 Millionen Produktion. Dann sagt er, ich habe hier, ist brutal. Ich hab hier 1000 Leute als Crew und Cast im Einsatz. Wir haben, das war dann in dem Workshop gelaufen, wir haben abgeschätzt, wir brauchen ungefähr 300 Leute in Crew und Cast, um hier also IC-VFX zu drehen. Da komme ich nicht nach Babelsberg, ist viel zu teuer. So, und dann hat er gesagt, ihr könnt aber zu uns kommen. Was dazu geführt hat, dass wir in 3 Monaten das Konzept nochmal angepasst haben. Und wir können jetzt die LED-Stages überall auf der Welt deployen. Also wir bauen sie überall auf der Welt. Da ging es halt einfach nur darum, für eine große Show, Sci-Fi, Plot, das LED-Volume als Backdrop zur Verfügung zu stellen. Und zwar zum Teil als volles Backdrop, zum Teil als Set-Integration und zum Teil tatsächlich nur als Set-Element. Und der hat sehr wirtschaftlich argumentiert. Und ein Produzent, den ich in den USA getroffen habe, kurze Zeit später, der hat die ganze Geschichte eigentlich noch mal besser auf den Punkt gebracht. Der sagt zu mir, also der lacht mich an, ja, die Amerikaner sind ja auch sehr höflich, ja, und dann sagt er, hey, ihr seid ja so geil drauf, aber bedenke bitte, wenn wir einen Film oder eine Show konzipieren, dann ist das ja wie ein Wirtschaftsunternehmen. Und wir gucken natürlich auch auf die Kosten. Und wenn ich weiß, ich habe eben 180 Drehtage oder in dem Fall 160 Drehtage und das über 8 Shows hinweg, dann gucke ich mich natürlich, Infrastrukturentscheidung, um, wo sind die günstigsten Rahmenbedingungen. Ja. Und dann kommt ganz bestimmt vor Deutschland als lohnenswerter Standort, da kommt Nigeria, Samoa, die Osterinseln, da kommt alles, da kommt alles. Aber da kommt, also Deutschland kommt im internationalen Film einfach nicht vor, weil es kein Tax Incentive gibt. Das ist die wesentliche Rahmenbedingung. Tax Incentive, also das ist ein steuerliches Förderkonzept, das eben Länder wie Kanada, wie Frankreich, wie Italien, wie Ungarn sehr, sehr umfänglich und jetzt übrigens seit ein paar Tagen auch die Österreicher einsetzen. Dann sagt also der Produzent zu mir, du pass mal auf, ich habe so eine große Crew, mit der drehe ich einen großen Film, sagen wir 40 Millionen, 50 ja. Millionen. Die gleiche Crew brauche ich bei euch in Deutschland, um Anträge auszufüllen. Und wenn ich Glück habe, ja? Ja, ist okay, 80 Millionen, das ist wenn ich Glück, wenn ich, Moment, pass auf, wenn ich Glück habe, dann kriege ich 1 Million. Vielleicht sind es auch 2, aber ich kriege also nicht das, was ich brauche, um eine wirtschaftlich fundierte Entscheidung zu treffen. Jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, also 50 Millionen. Dann geht der nach Budapest und sagt, ich habe 30% Tax-Discount. Das kriegt ihr nicht wegdiskutiert. Und das kriegen wir in Deutschland nicht wegdiskutiert. Und das ist der Grund, warum wir hier nicht die geeigneten Rahmenbedingungen haben. Ich habe das auch als Forderung an die Bundesregierung formuliert, habe auch eine Antwort bekommen. Und kann nur begrüßen, dass jetzt der Bitkom einen Studienauftrag gegeben hat, was das für wirtschaftliche Auswirkungen hat und ob das sich lohnt. Wen fragt man denn da eigentlich an? Also ist es dann die Claudia Roth, die man jetzt gerade anfragen muss als Kulturministerin? Oder wie? Oh Gott, ich habe so viele Fragen. Also ich kann dir die... Ich überlege gerade, weil ich habe darüber nachgedacht und habe Folgendes gemacht. Ich habe an Herrn Habeck, Frau Roth, Herrn Wissing, Herrn Heil, also ich habe sie alle angeschrieben, alle relevanten Ministerien, 7 an der Zahl, und habe vorgeschlagen, über so ein Tax Incentive nachzudenken, weil es eine Möglichkeit wäre, den Standort Deutschland wirtschaftspolitisch zu fördern. Nicht aus einer kulturpolitischen Perspektive, weil da haben wir eines der besten, wahrscheinlich sogar das beste Fördersystem der Welt. Das ist klasse. Das soll auch gar nicht angetastet werden. Das sollte verändert und weiterentwickelt werden, so wie das überall der Fall ist. Aber das, was Wirtschaftspolitik ausmacht, nämlich zu sagen, wir fördern ungedeckelt und unabhängig vom Inhalt, also unabhängig quasi vom Drehbuch. Verstanden, ja. Das machen die anderen Länder, das machen sie sehr gut und deswegen sind wir hier nicht wettbewerbsfähig. Jetzt habe ich das an 7 Ministerien geschrieben. Das Tolle war, die haben alle geantwortet, nämlich, dass sie eine interministerielle Abstimmungsrunde hatten und gemeinsam bestimmt haben, Claudia Roth ist verantwortlich. So.
Aber die Frage ist ja, was passiert als nächstes? Ja, man hat der Worte gar wohl gehört. Passiert ist bislang nichts. Nun muss man auch ein bisschen Geduld haben. Ich glaube, dass die deutsche Politik dabei ist, aufzuwachen, weil diese Bitkom-Studie einen ganz klar positiven Business Case darstellt. Und die Österreicher haben uns gerade vor 2 Wochen sehr freundlich daran erinnert, dass man auch schneller sein könnte. Die haben nämlich jetzt ein 35% Tax Incentive eingeführt. Das wird nicht von heute auf morgen eine Folge haben, aber das wirst du bereits nächstes Jahr merken, dass Produktionen nach Österreich gehen. Gleiche Sprache, gleiche Währung, du kannst rüberfahren. Nicht so weit weg, genau. Und ob du in München drehst, in Salzburg oder in Wien, ja, ich will jetzt keinem lokal zu nahe treten, aber austauschbare Locations hast du da durchaus. Ja. Was sicherlich uns gut tut, ist eine technische Offenheit, Dinge auszuprobieren. Wenn wir uns da einfach ein bisschen verbessern, wäre es nicht schlecht. Wenn wir doppelt so gut sind, sind wir immer noch nur 5% so gut wie die Amerikaner, weil dort zählt die Technologieoffenheit zu den DNA des ganzen Landes. Da wirst du mit offenen Armen empfangen und dann sagen die, hey, wie geil ist das denn? Wie können wir das einsetzen? Lass uns gleich mal diskutieren. Ich habe da ein Projekt. Wir haben letzten 2 Wochen, waren wir ja in L.A., haben über 250 Leute getroffen und haben 5 Projekte daraus mitgenommen, wo die dann sagen, lass uns bitte daran arbeiten. Wir machen das und das und das und das und das. Das habe ich hier als Ausbeute so nicht. Das dauert, das ist uns auch bewusst. Wir wollen auch ganz sicher den Filmstandort Deutschland fördern. Und wir wollen die Technologie, die wir hier entwickeln, das ist tatsächlich in Deutschland entwickelte Technologie. Wir machen das Design ja hier und lassen dann in Asien fertigen. Das wollen wir schon einsetzen, um einen deutschen Standort zu fördern. Was wir natürlich trotzdem machen müssen, ist, wenn es Produktion im Ausland gibt, die uns anfragen, dann gehen wir natürlich dahin. Ja. So wie die Produktion, die du vorhin angesprochen hast. Ich habe 4 Monate hier für eine, also wir haben im letzten Jahr hier 3 Produktionen gehabt, die nett waren. Also die waren toll, künstlerisch waren die toll, wirtschaftlich waren die nett, aber richtig Spaß gemacht hat in Budapest. Und da bin ich hin, nach 4 Wochen haben wir die erste fette Produktion gemacht. So ein bisschen der Unterschied, es gibt unterschiedliche Geschwindigkeiten. Die deutsche Geschwindigkeit ist eine andere. Die absolute, also High Speed, das sind die Chinesen und die Amerikaner. Bei der Technologieadaption auf jeden Fall sehr erfolgreich die Amerikaner. Wie schafft man das denn, wenn wir jetzt, wir haben viele Filmliebhaber da draußen, wir haben aber auch, naja, sagen wir Fans anderer Genres, Technologiethemen, Unreal Engine, wir haben Game Designer plötzlich da draußen. Alle suchen nach diesem moderneren Handwerk. Wie offen seid ihr, dass man da vielleicht auch mitwirken kann, dass man vielleicht so ein Projekt entwickelt oder kriegt, das dann auch wirtschaftlich Spaß macht, was sowohl kulturell als auch wirtschaftlich Spaß macht. Dir ist klar, dass es jetzt eine Steilvorlage ist, die du da lieferst, ne? Ja. Also die Ansage ist doch ganz einfach. Ja. Leute, hier ist die große Show, ihr seid eingeladen zu der Party, weil das ist nicht Film allein. Wir reden hier nicht nur von Featurefilm, wir reden hier auch von Fernsehen, wir reden hier ganz ausdrücklich von Gaming, ganz ausdrücklich. Wir reden hier aber auch von kommerziellen Produktionen. Wir reden hier tatsächlich auch von medialen Hybriden. Und dafür ist so eine Technologie gut. Wir probieren die hier aus. Und deswegen, jeder, der hier drehen will und auch entwickeln will, ist herzlich eingeladen. Die Hochschulen haben alle bei uns im Jahr die Möglichkeit, frei einmal zu drehen. Die Filmhochschulen dürfen, wenn sie entsprechende Konzepte mitbringen, wobei wir die nicht fachlich bewerten, sondern einfach nur, wenn sie ein Konzept haben, dann unterstützen wir das und dann können die auch eine Woche drehen. Cool. Oder auch mal ein paar Tage. Das wollen wir ausdrücklich unterstützen, weil das so eine Lernkurve hier ist, ne? Also die ist so oder so, aber irgendwie ist abflachen tut die nicht. Und wir wollen allen anbieten, mit uns zu arbeiten, weil wir ja auch lernen wollen. Wir wollen zum Beispiel eine Diskussion darüber führen, mit welchem Licht wollen wir hier künftig arbeiten. Das ist ein RGB-Licht, das heißt, wir haben starke Einschränkungen. Wir möchten gerne... Kann ich ein bisschen rangehen? Klar. Ja. Wir möchten natürlich gerne da mehr tun. Und wir wollen auch verschiedene Anwendungen uns angucken. Und das kriegen wir natürlich nur dann hin, wenn uns auch aus angrenzenden Technologiebereichen oder ganz anderen neue Ideen mitgebracht werden. Und deswegen testen wir hier, wir entwickeln hier gemeinsam. Falls ihr das übrigens vom Ton merkt, hier gerade ist so ein Sweet Spot mit dem Hall.
Das zeigt, eine LED ist eine klangharte Oberfläche. Das heißt, du hast mit starken Reflexionen zu tun, akustischen Reflexionen. Ja. Und das ist auch der Grund, warum wir hier nicht alles zuballern. Klar könnten wir hier dieses Studio noch gewaltiger machen und alles mit LED zubauen. Aber erstens braucht es nicht jede Produktion und kann es auch nicht bezahlen oder sich nicht leisten. Mhm. Zweitens, du hast hier mit dieser Akustik dann halt auch schwierige Bedingungen für einen Dreh. Und wenn hier 30 Leute drin sind, Cast und Crew, und alleine wenn die hier nur stehen und nichts sagen, du hast also hier eine Geräuschkulisse und das ist belastend. Du möchtest ja hier auch ein Arbeitsumfeld für Schauspieler und für die Crew schaffen, dass du Freude hast, dass es Spaß macht zum Arbeiten. Auch wenn wir jetzt das Thema Game Development sehen. Ja. Am langen Ende bleiben wir wieder bei der beleuchteten Garage. Die Kollegen, die an der Brain Bar am Inhalt arbeiten und an der Technik arbeiten, die sitzen den ganzen Tag hier im Studio. So. Aber zurück. Denen fällt dann eben auch alles auf. Na, natürlich, die Handwerke, die unterschiedlichen, die sollen ja gemastert werden. Sound wird nicht reichen, hier einen Teppich reinzulegen. Nee, das reicht nicht. Naja, und aus der ständigen Arbeit, und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir gerne einladen, interdisziplinär hier zu arbeiten, kommen Innovationen. Wir haben in der Produktion in Budapest, die wird wahrscheinlich im November ins Kino kommen, da sagt uns der DP, Robbie Ryan, da sagt der, sag mal, die Wände sind ja alle facettiert, wenn sie in der Kurve sind, weil es ja keine runden Elemente gibt. Lässt sich das Problem nicht lösen? Und dann sagt er, klar, lässt sich das Problem lösen. Dann haben wir Prototypen gebaut, 4 Wochen später. Den haben wir dann Ende des Jahres in der Vorserie gehabt. Davon haben wir jetzt 1000 Quadratmeter. Wir haben jetzt gekurvte Module. Wir sind die einzigen weltweit, die das können. Und da kannst du natürlich in der Produktion von profitieren, weil du eben nicht mehr, wenn ein Schlagschatten in die Wand kommt, diese vertikalen Linien hast. Genau, diese Kante. Ja, genau. Die übrigens dann Postproduktionsaufwände erzeugen, die es nicht gäbe, wenn du mit einer anderen Technologie arbeiten würdest. Das finde ich interessant. Also, Sollen wir wechseln, Bro? Das ist wirklich Forschung. Ne? Also die LED-Panels werden auch weiterentwickelt und die Kameras auch, um zu gewährleisten, dass es noch besser zusammenpasst und noch realistischer. Ja, aber jetzt im wissenschaftlichen Sinn ist das Anwendungsentwicklung keine Forschung, weil wir nicht in den Grundlagen sind. Wir arbeiten aber mit den Hochschulen zusammen. Das Projekt Medusa ist zum Beispiel eins. Da geht es darum, den Moiré-Effekt strukturell zu beseitigen. Oh, interessant. Und wir hatten darüber auch schon vor 6 Jahren ein Patent erlangt, wollen das aber ausbauen, wollen das technische Problem lösen. Du kannst ja Sachen quasi, du kannst die Symptome versuchen zu beseitigen, du kannst strukturell dran arbeiten. Und wir arbeiten mit einer Hochschule an einer strukturellen Lösung. Das wird aber wahrscheinlich bis 2026 dauern, bis wir es haben. Nur um ein Beispiel zu geben für die Anwendungsentwicklung. Die gekurvte Wand, die haben wir innerhalb von 3 Monaten so weit gebracht, dass sie produktionsready ist. Wir haben jetzt zum ersten Mal auf der Republika haben wir sie zum ersten Mal in Deutschland gezeigt, 2 Monate vorher in Budapest. Vor 2 Wochen haben wir sie in Los Angeles gezeigt. Wir haben dort auch schon gedreht. Wir haben mit der Blackmagic gedreht, mit der Komodo, mit der Venice 1 und 2 und mit der Mini LF. Geil. Und ja, ist es. Ist geil. Und das ist halt, das ist dann Anwendungsentwicklung, ja. Wir haben aber gesagt, das reicht uns nicht. Das nächste, was wir jetzt im nächsten Frühjahr bringen wollen, ist eine schnelle Wand. Eine schnelle Wand? Ja, weil die ja nur, auf 120 Hertz getaktet ist. Und wir haben jetzt eine 240 Hertz Wand schon fertig. Und aber nur, also die ist nicht ganz günstig. Ja, die kostet ungefähr das 5-fache von dem, was das Material jetzt kostet. Nur wir beschäftigen uns mit der Frage, wie kannst du zum Beispiel einen Reißschwenk richtig gut hinkriegen? Da, trotzdem, also die Diskussion, die haben wir jetzt auch. Dann haben wir Probleme mit der Aufnahmetechnik, dann haben wir Probleme mit der Content Delivery, weil wir in den nicht nativen Zuspielungen und alles, was 3D ist, ist nicht nativ, weil du ja da in dem System auch Frame Delays drin hast. Du musst durchschleifen. Dann hast du ein Problem, wenn du so schnell schwenkst, dann kommt der Content noch nicht mal mit. Aber das ist Anwendungsentwicklung. Das ist auch alles Pionierarbeit. Das ist dann auch ein Entwicklungsthema. Wir möchten gerne ein Multikanallicht bauen. Also ein Multikanal-LED, die also nicht nur RGB, sondern eigentlich CMYK, also ein RGB-WW-Licht kann. Oder eben am besten CMYK. Damit haben wir jetzt angefangen zu beschäftigen. Und das ist tatsächlich ein längerer Job. Weil wir müssen erstmal die Frage stellen,
Wir müssen erst mal dran gehen, die Frage stellen. Was ist die richtige Frage? Was wollen wir eigentlich erreichen? Dann versuchen wir dazu, wir haben jetzt schon ein paar Lösungsansätze entwickelt. Die wollen wir dann ausloten und gucken, ob das realisierbar ist. Wir wollen nicht, wir sind ja kein Hersteller, wir wollen nicht dann was entwickeln, was in 3 Jahren auf den Markt kommt, sondern wir wollen schon schauen, dass wir mit Unterstützung unserer Technologiepartner im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr etwas in den Markt bringen, mit dem man schon arbeiten kann. Weil es eher die Evolution ist und nicht diese sprunghaft eruptive, komplette Neuerfindung. Dafür ist diese Komplexität hier zu groß. Und wir müssen darauf warten. Wie lässt sich die Latency von Unreal reduzieren? Wie kommen wir in der Zuspielung noch einen Frame runter? Wir sind ja insgesamt im Bereich von, also over the system bei 10 Frames. Und wir wollen ja eigentlich runter auf, also gut. In der Realität on location sind wir bei zero latency. Ja. Und das wird das ewige Ziel sein. Genauso wie das ewige Ziel ist, einen perfekten Kontrast, eine perfekte Farbe und natürlich auch die Fähigkeit, mit einer LED zu drehen, ohne dass ich noch Satellite brauche, was natürlich heute noch der Fall ist. Aber das, was es so geil und so interessant macht, ist eben der Hybrid zwischen echten Schauspielern, echtem reflektierendem Licht und eben nicht der klassischen Postproduktion. Darüber wird viel geredet. Auch viele Schauspielerinnen und Schauspieler feiern diese Art der Produktion, weil es sich anders anfühlt. Ganz deutlich so, ne? So. Und es sind wirklich unglaublich viele Fragen, die ihr schon, glaube ich, für euch schon längst gestellt habt. Also ich glaube, ihr seid schon dabei, die richtigen Fragen zu stellen. Die ganze Zeit schon eigentlich, ne? Also wir stellen fest, wenn wir eine Frage gestellt haben und vielleicht sogar eine Antwort finden, dann gibt es 5 neue Fragen. Also deswegen ist es immer noch weiter. Es ist wie die Büchse der Pandora. Aber ja, eine LED-Stage, die in-camera VFX ermöglicht, ist eine gute Möglichkeit, um Filmmaterial zu erzeugen. Es ist nicht die ultimative. Also nicht ausschließlich. Ja, sie bietet ein paar Vorteile. Du hast die Schauspieler angesprochen. Schauspielerinnen und Schauspieler haben jetzt wieder den Kontext, den sie zum Spielen brauchen. Wenn du beim Greenscreen vom Choreografen den Hinweis bekommst, der grüne Punkt da oben, also für alle, ne? Der grüne Punkt auf der grünen Wand, das ist der Bösewicht. Das grüne Quadrat ist der Roboter. Die 2 grünen Punkte, das ist the Savior. Und jetzt spiel mal. Dann kommt das heraus, was du manchmal mitbekommst, dass du so ein, das Gefühl hast, da hat die Schauspielerin oder der Schauspieler hat doch einen Silberblick. Da stimmt doch was nicht. Uncanny Valley so ein bisschen. Und das ist dann die Situation, wenn du in der Post eben dann noch nicht mehr die Zeit hast, wirklich Frame, wir reden ja dann von Frame by Frame, den Content so anzupassen, dass die Szene stimmig ist. Hier, also das ist jetzt auch wieder, das ist schon fast Ironie, ja? Wir bringen Realität ins Set. Also, ja, stimmt. Das stimmt natürlich nicht, weil es ja digitale, aber es ist eine digitale Realität. Was man aber, glaube ich, ganz gut sagen kann, ist, wir bringen den Kontext des Sets zurück. Ja. Ich interagiere als Schauspielerin und Schauspieler mit anderen und mit Objekten. Mhm. Und natürlich, also im weitesten Sinne mit dem Set. Wir haben hier ein Set. Die grüne Wand ist kein Set. Die grüne Wand ist abstrakt. Viel zu abstrakt. Also das ist schon, das ist sicherlich ein Vorteil, aber manches hat auch seine Schattenseiten. Wir haben das Thema mit der Akustik mal angesprochen. Genau, was gibt es noch für Schattenseiten? Es gibt Motion Sickness. Wir haben bei einigen Carshots erlebt, dass Schauspielerinnen und Schauspieler, also Charlie zum Beispiel, mit der wir im September hier in einem digitalen Zwilling der Berliner Straße gearbeitet haben, der ist schlecht geworden, weil sie von 4 Seiten, nee, sogar von 5 Seiten, also außer von unten, sie hat von jeder Seite Content bekommen. Ja. Und sie sagt, das ist irre, weil der Content sich ja permanent bewegt, weil sie sich ja dann in der Szene mit dem Fahrzeug bewegt. Also das war schon anstrengend. Akustik hatten wir angesprochen. Du hast nun mal mit Schallreflexionen zu tun. Marie, wie ist es mit der Auflösung? Weil ganz nah angesehen hast du ja so kleine Dioden, deswegen brauchst du auch einen gewissen Abstand, ne? Und ihr habt aber auch unterschiedliche Auflösungen, oder? In der Screen, gell? Nee, die Wand hier jetzt, also das, was wir so als weitgehenden Standard haben, das ist 2,6 mm, das ist einheitlich. Damit können wir mit einem Abstand von der Kamera zur Wand von 4 bis 5 Metern schon ganz gut arbeiten.
Aber du hast richtig gesagt, wenn du ganz nah rangehst, dann reicht es natürlich nicht. Jetzt kommt natürlich sofort die geneigte Reaktion. Ja, dann lass uns doch höher auflösen. Geht doch. Mhm. Klar geht es. Also nur mal in Zahlen. Ja? Ja. So ein Studiotag kostet eine Größenordnung von 30.000 Euro. Mhm. Wenn wir jetzt hochauflösendes Material nehmen würden, also richtig hochauflösendes, dann wird der Studiotag 300.000 kosten. Ach, Wahnsinn. Weil das Zeug halt so unglaublich teuer ist, dass sich das keiner dann auch letztlich leisten kann. Und du musst es ja letztlich auch refinanzieren. Technisch wäre es möglich. So. Und jetzt kommt der Punkt, die Wand ja, die Zuspieltechnik kann es nicht. Übertragungsraten etc. Ich erzähle euch jetzt ein Beispiel von der Produktion letztes Jahr. Wir haben eine ziemlich große Wand gebaut, 10 Meter hoch, 60 Meter lang. Und dann sagt der VFX-Producer, hey super, dass ihr anruft, weil wir hatten darauf gedrungen, dass wir mit den Content-Leuten sprechen. Denn wir hatten einen gewissen Zweifel, dass die wissen, wie groß die Bildfläche ist. Und die Line-Producerin, die sagte dann, nee, das ist kein Problem, die wissen, was sie tun. Die wissen auch, was sie tun. Dann haben wir uns aber durchgesetzt, es kam zum Call, der VFX-Producer hat sich gefreut, dass wir sprechen, sagte, ja, sie hätten 8K vorbereitet als Auflösung. Und dann haben wir gesagt, nee, wir reden von 16 mal 4. Und ab dem Zeitpunkt hat der VFX-Producer echt schlechte Nächte gehabt. Ja, klar. Was übrigens auch ein wichtiger Punkt ist, wir arbeiten hier alle zusammen, die Leute müssen miteinander reden können und es reicht nicht, dass jemand als Line-Producer die einzelnen Departments domptiert. Die müssen miteinander reden, weil es nicht einfach nur so ist, ist die Wand da? Ja, sie ist da und wir können shooten. Nein, kannst du eben nicht. Du musst es vorbereiten, du musst den Content ja optimal haben. Ja. Sonst steht ja. Die Crew und ja. Cast und die können nicht arbeiten. Und wenn du jetzt also hier von 2,6 runtergehst, technisch möglich ist heute 0,8, dann hast du zwar keine Wand, auf der du filmen kannst, weil die tatsächlich so hochauflösend ist und dann vergossen ist, dass sie nicht optimale Kontraste für die Kamera bietet. Da gibt es Einschränkungen. Oder du hast ein Problem im Rendering. Ja. Wir hatten letztens einen Überschlag gemacht für eine große Wand, die angeblich in England gebaut wird. Da haben wir festgestellt, die brauchen 230 Nodes, wenn sie tatsächlich hochauflösend dreidimensionalen Content zuspielen. Oh, in Echtzeit. Wir müssen wieder mal vom Trip runterkommen. Also der Punkt ist, die Wand könnte mehr, aber du musst gucken, dass das ganze System mithält. Die Frame, die Latency muss passen, die Kameratechnik muss passen, die Aufnahmetechnik muss passen. Und du kannst ja dann nicht mit einer 4K-Kamera arbeiten. Und der Datentransfer, damit es in Echtzeit passieren kann, so, ne? Die Datenvolumen, die kriegen wir tatsächlich durchgeschoben. Das klappt schon auch noch höher. Aha. Aber jetzt kommen wir mal wieder auf ein normales Niveau. Wenn du einen Film machst, du hast ja nicht diese Millionenbudgets. Also wenn einer sagt, ja, also ich kann erst Filme machen, wenn ich 20 Millionen in der Hand habe, dann ist das zwar ein frommer Wunsch, aber du kannst hier auf die Filmhochschule gehen mit der Vorstellung, du machst den besten Film aller Zeiten für 20 Millionen. Das kann nur sein, dass du ins Grab gehst mit 80 und du hast keinen einzigen Film in dieser Richtung gemacht, weil nicht die Kohle da ist. Also ist, da möchte ich jetzt mal ein bisschen gucken, was kann man sonst noch ermöglichen. Ist die Frage doch vielmehr, wie kann ich denn mit kleinen Budgets arbeiten? Und wie kann ich das nutzen, was die Technologie bietet, also nicht nur künstlerisch, sondern eben auch budgetseitig. Wir wollen Produzenten animieren, darüber nachzudenken, wofür ist denn so eine Technologie wirklich geeignet? Sie ist geeignet für Carshots. Ich habe mir jetzt gerade den Pass angeguckt, ganz tolle Produktion. Das war die dritte Eigenproduktion von Sky, hat Wiedemann und Berg gemacht. Sensationell, toller Plot, gut gemacht, wirklich klasse. Bei den Plates siehst du, wie die Plates gemacht haben. Die Plates könntest du hier mit einer vielfach besseren Darstellung hinbekommen und übrigens auch für ein kleines Geld. Warum? Du baust eben keinen 3D-Content für den Carshot, sondern du machst einen Plate. Den kannst du für kleines Geld produzieren. Und hier
drehen wir deutlich kostengünstiger. Wir hatten letztens einen Carshot, der ist für unter 10.000 erledigt gewesen. Den haben wir in 4 Stunden erledigt. Hm. Ja, zu alten Tagen wäre man damit irgendwo ins Warme geflogen. Hätte den Kopf, was natürlich toll ist, ja, was ja, total super ist. Aber ist es, ne, also, um da diese ökonomische Seite reinzukommen? Wir sehen es in den Commercials. Ja? Ein Beach-Set, ja, dann kommt hier halt eine kleine Hütte hingestellt. Wir schütten hier 5, 6 Kubikmeter Sand auf. Und dann haben wir den Beach hier, fertig ist der Lack. Ja. Und dann kannst du hier 2 Tage drehen, du kannst hier Tag und Nacht drehen, da regnet es nicht und so weiter. Also alles, was am Wasser ist, alles, was auf dem Wasser ist, wir sind auch in der Diskussion für Unterwasser. Wir haben jetzt einen Prototypen. Für Unterwasser? Wir haben eine Unterwasser-LED als Prototyp entwickelt. Aber das ist noch ein bisschen ein weiterer Weg. Aber auf jeden Fall kann man sagen, alles, was bewegt ist, also Vessel, Fahrzeuge, jeglicher Art, Flugzeuge, Hubschrauber, Autos, Kutschen, Raumschiffe, natürlich. Die sind ideal, um hier im LED-Stage zu arbeiten. Okay. Und dann kannst du natürlich auch drüber nachdenken, wie kannst du deine Produktionskosten noch optimieren. Wir haben kürzlich einen Film hier gemacht. Er hat 17 Minuten Screentime hier in 2 Tagen gebracht. Gut vorbereitet. Ich muss auch dazugeben, es ist ein Carshot. Der ist da sowieso gut für geeignet. Weite Teile des Films innerhalb von 2 Tagen im Kasten zu haben. Angenehm. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Verändert natürlich, du hast interdisziplinär, hast du vorhin benutzt, wir brauchen für so eine Produktion, sagen wir, eine modernisierte, der Zeit und der Technologie angepasstes Handwerk eigentlich. Ne? Also weil da verschiebt sich vielleicht mehr in Richtung Pre-Production, mehr in Richtung Environmental, in FX arbeiten. Und das wiederum muss entsprechend gematcht sein und entsprechend dann mit der Kameratechnologie verbunden werden. Da bewegt sich ordentlich was und ihr seid halt mittendrin, merkt man. Und auch schon seit langer Zeit. Naja, das sind eigentlich alle mittendrin. Ja. Ich glaube, du kannst. Oder wir kriegen es halt nicht mit. Weiß man das nicht, ne? Natürlich kriegt ihr ja auch mit. Ja. Du kannst eigentlich immer den Markt aufteilen, so wie es in den Technologieclustern ist. Es gibt die Early Adopters, es gibt also die Innovators und die Early Adopters, dann gibt es den Mass Market und dann fängt der Markt auch schon irgendwann wieder abzuebben an. Wir sind hier in einem aufstrebenden Segment und adressieren technologieaffine Leute. Wir haben hier im Laufe der letzten 15 Monate, nein, nicht ganz 12 Monate, über 1.500 Gäste gehabt. Und interessiert sind sie alle, finden es auch toll. Aber das auf ihre Arbeit zu adaptieren und zu sagen, ich will das nutzen, das ist ein kleinerer Teil. Und das sind die Innovativen. Das heißt nicht, dass die anderen nicht auch irgendwann da draufsteigen. Ja, das war auch, als Digitalschnitt kam oder die Digitalkamera kam, dann waren bestimmte Leute früher dran, weil sie sich halt einfach da reingehängt haben und manche haben halt länger gebraucht. Und deswegen ist es nur eine Frage, wann ich mich damit beschäftige. Wann wird standardisiert, wann erreicht es sozusagen die Masse? Ja, und deswegen ist es, wir sind hier tatsächlich in einem sehr technischen Umfeld und wir sehen auch, dass wir immer wieder die gleichen Leute haben. Wir haben die Partnerschaft ja gegründet mit Kamera Ludwig, der Pharos Group und mit Lava Labs. Und Ernst Feiler ist ja auch so ein Urgestein hier der Branche. Der sagt ja, also Technologiefreundlichkeit, das war vor 20 Jahren das gleiche Grüppchen, die gleiche Fraktion, das ist heute auch. Und so werben wir einfach dafür, die Technologie einzusetzen und wollen auch einen Beitrag gemeinsam leisten, das anzunehmen. Und das war einer der Gründe, warum wir jetzt einen European Virtual Production Award ausloben. Wir wollen nicht vergangene Produktionen prämieren, sondern wir wollen kommende Produktionen unterstützen. Der Gewinner, also das wird jetzt, es läuft jetzt gerade das Verfahren, der Gewinner wird 4 Wochen hier kostenlos drehen können. Der hat keine Studiokosten, der hat keine Lichtkosten, keine Kamerakosten. Der wird auch von Epic unterstützt. Cool. Da geht es nicht darum, das große Geld zu machen. Da geht es darum, zu zeigen, dass man diese Technologie nutzen kann. Dass man sicherlich auch ganz schön schwitzen muss und viel lernen muss und sich umstellen muss. Das geht uns ja auch so, jeden Tag. Aber dass man damit Erfahrungen sammelt. Das sind übrigens auch schlechte Erfahrungen, was nicht funktioniert. Oder gute Erfahrungen, was ganz toll funktioniert. Aber auf jeden Fall, dass man Erfahrungen sammelt, um das dann auch weiterzugeben. Weil grau ist alle Theorie. Ja,
Wir wollen Filmemacher einladen, ihren nächsten Film daraufhin zu untersuchen mit uns gemeinsam, ob es Szenen gibt. Szenen, nicht alles. Szenen, die man dafür drehen kann. Wir wollen Spielmacher, also Spieleentwickler einladen, darüber zu diskutieren, ob es Sets gibt, die wir gemeinsam entwickeln. Wir haben eine Diskussion mit einer Produktion, die auf ein sehr bekanntes Spiel aufsetzen. Das Spiel ist in Unreal verfügbar, es ist aber kein Epic-Spiel. Also es ist auf Unreal gebaut. Den Film-Content bauen wir auch in Unreal, aber bisher gibt es da keine Durchlässigkeit. Technisch möglich, juristisch übrigens hochgradig spannend. Cool. Wieso? Aber jetzt guck mal, du hast also einen Spieleentwickler und machst den Spiele-Content nicht nur im dynamischen Modus verfügbar, um das Spiel zu spielen, sondern du drehst damit auch einen Film und gibst hinterher den Filmkonsumenten, den Zuschauern, die Möglichkeit, on location das Set zu besuchen. Und selber in die Welt reinzugehen. Sich selber, so, das heißt, hier sind wir dann auch wieder bei McLuhan, der sagt, the medium is the message. Wir können also hier tatsächlich drüber nachdenken, was gibt uns das für neue Möglichkeiten. Wir haben das nicht zu Ende gedacht. Wir wollen nur anfangen, darüber nachzudenken. Was ist denn, wenn du hier einen Spiele-Content nutzt? Und jetzt gucken wir mal, jetzt drehen wir das Rad mal wirklich weiter und gehen mal in sehr, sehr fundamentale Fragen des Filmemachens. Wie weit gehe ich gescriptet oder zum Beispiel improvisiert? Was ist denn, wenn ich eine Crew einsetze und der Crew sage, der Cast weiß nicht, was passiert, und konfrontiere die mit einem Spieleinhalt und überlege mal, was ich daraus machen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wird das was Brauchbares? Aber es zeigt halt einfach, wohin die Richtung geht. Ja. Und wichtig ist mein Appell, vielleicht noch mal drüber nachzudenken, wie kann ich das mit einem aktuellen Projekt verbinden? Weil ich schon Entwicklungskosten, also nicht jetzt bei uns, sondern bei euch, die ihr damit arbeitet, ihr habt ja nun auch Entwicklungsaufwände. Ihr seid jetzt aus Hamburg hergefahren, riesen Zeitaufwand getrieben und so weiter. Das Ganze muss sich irgendwo lohnen. Und dann ist es halt schon schön, wenn du ein Projekt hast, wo du sagst, einen Teil der Kosten, den kann ich da in dem Projekt versenken oder das kann ich damit abbilden. Und deswegen ist es so wichtig, auch über das Budget nachzudenken. Klar. Spaß haben wir hier alle mal. Nein, es macht Sinn. Du willst ja die Leute, die Experten ihres Fachs sind, einladen, dass sie gut arbeiten können. Und deswegen, also das ist wichtig. Erik, wir könnten locker einfach die nächsten 24 Stunden so weitermachen. Merken wir. Wir danken dir für deine Zeit. Das ist die Halo Stage. Wir werden gleich noch. Ich freue mich wirklich sehr über, schön, dass ihr da seid. Über den Ort, über den Vibe, über das Mindset, was man spürt, auf jeden Fall. Und über diesen technischen Spielplatz und die Einladung, lass uns spielen. Das ist eigentlich das, was du runtergebrochen nochmal gesagt hast. So ist es, ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Erik. Also was wir gerne machen ist, wenn ihr das anbieten wollt, wir mussten jetzt umstellen. Wir haben über 100 DPs hier gehabt. Wir haben 30, 40 Produktionen hier gehabt. Wir haben jede Menge Leute aus der Branche da gehabt. Wir haben zum Teil nichts mehr anderes gemacht. Wir müssten das jetzt ein bisschen reduzieren. Aber was ich euch anbieten kann, wenn ihr einen festen Tag definieren wollt, der jetzt nicht morgen oder übermorgen ist, wir machen auch gerne hier eine Lecture im Bereich Gaming oder in einem bestimmten Bereich für 30, 40 Leute sehr gerne, um zu zeigen, wie es geht. Und zwar nicht nur jetzt vortragen, sondern tatsächlich auch mit der Kamera zu arbeiten, damit wir einfach die Botschaft raustragen. Dann lohnt es sich auch, mal einen ganzen Tag da einzusteigen. Cool. Ja? Ja, sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Super. Vielen Dank. Vielen Dank, Erik. Danke für. Sehr gerne. Das war echt ein sehr, sehr schönes Gespräch mit Erik und mit dem gesamten Team der Halo Stage. An dem Tag, als wir da waren in Babelsberg bei der Halo Stage, haben wir aber noch Besuch bekommen. Und zwar von unserem Coach und Mentor und Peiniger Matthias Bolliger. Und er hat das Ganze auch nochmal aus seiner Perspektive beschrieben, erkundet und getestet. Hier ist ein Fazit. Mein erster Eindruck ist geprägt von den Chancen und Möglichkeiten, die sich mit dieser neuen Technik auftun. Es bleibt einfach was anderes, in einem leeren, blauen oder grünen Studio zu stehen oder eben wie hier reale Zuspieler vor Ort zu haben und dann auch darauf reagieren zu können.
Dabei reagiert, interagiert der Hintergrund durch das Tracking des Kamerastandpunkts. In-Camera erhält man gleich sein finales Resultat, kann Licht, Stimmung, Perspektiven, Dekor und Spiel aufeinander abstimmen. Das heißt als weitere Herausforderung aber auch, dass der einzuspielende Content vorproduziert sein muss, wenn es an den Drehort geht. Klar, es gibt noch Themen wie das genutzte Lichtfarbspektrum der LED-Wände. Wir haben dies mit einem einfachen Edelstein-Spektrometer in der Holostage überprüft. Aber die neu gewonnene Freiheit der Interaktivität von realen Objekten und virtuellen Hintergrund, also einem interaktiven Kontext der beiden Elemente, führt zu ganz neuen Gestaltungsoptionen, zu In-Camera Visual Effects. Es gibt da viel noch zu forschen, zu testen, auszuprobieren. Let's play Jazz in der beleuchteten Garage.